Herr Präsident, meine Damen und Herren, als der Tagesordnungspunkt angekündigt wurde, habe ich mir lange überlegt, wie wird die Diskussion denn wohl laufen. Und ich hätte mir gewünscht, meine Damen und Herren von der Opposition, dass wir ernsthaft über das reden, über das wir hier auf der Tagesordnung sind, nämlich über eine Dachmarke für Schleswig-Holstein, meine Damen und Herren. Und ich hatte, weil es ja auch zeitlich passt, manchmal so ein bisschen den Eindruck, das ist die letzte Landtagsdebatte vor dem Karneval, vor dem Rosenmontag. Und dafür, meine Damen und Herren, ist das Thema einfach zu ernst. Ich sage das ganz ausdrücklich. Und Herr Abt, Sie haben darauf hingewiesen, in der Vergangenheit hat es Diskussionen in diesem Hause gegeben. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Andere Länder haben sich andersrum entschieden. Und zwar zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren, wo es eigentlich hätte passieren müssen. Wir laufen jetzt hinterher. Und wenn zwischendurch ein Ministerpräsident nicht den Mut hatte, das, was vorbereitet war, aufzugreifen und in eine Kampagne zu gießen, dann ist das auch nicht gut für das Land Schleswig-Holstein. Sie wissen, worüber ich rede, als Herr Carstensen bestimmte Dinge vorgelegt hatte. Da war ja schon der Ansatz da, aber der Mut, der fehlte. Und den, meine Damen und Herren, den wollen wir jetzt in die Hand nehmen und wir wollen uns um die Dachmarke kümmern. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfragebemerkung des Abgeordneten Arp? Ja, gerne. Herr Minister, wenn Sie denn schon den hochgeschätzten Herrn Carstensen ansprechen, wissen Sie auch, zumindest auch von uns, die waren ja auch mal nicht gemeinsam in Koalition, wissen Sie denn auch, dass er gesagt hat, wenn eine Dachmarke, dann mit Hamburg zusammen? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Hamburg hat schon eine Dachmarke ererbt. Kein Grund, eine gemeinsam zu machen. Das wissen Sie. Und Niedersachsen hat eine Dachmarke und Mecklenburg-Vorpommern hat eine Dachmarke. Und wir Schleswig-Holstein, wir reden über Schleswig-Holstein. Und wenn ich sich weiter ausführen darf, Herr Ab, worum geht es denn? Es geht um einen Wettbewerb, den wir zwischen den Bundesländern haben. Der ist da. Es geht um Fachkräfte, es geht um Unternehmensansiedlung, es geht um Touristen, es geht um Ansehen unserer Standortvorteile. Und das können wir doch alles nur mit einer selbstbewussten Marke wirklich bündeln. Und ich sage sehr deutlich, wir wollen nach außen und nach innen geschlossener auftreten als bisher, mit Unternehmen, Verbänden, anderen Einrichtungen effektiver für den Standort Schleswig-Holstein werben. Zum Beispiel mit einem einheitlichen Auftritt. Wir wollen die Identität nach innen stärken und das Profil nach außen schärfen. Und wir sind nicht der Nabel der Welt, meine Damen und Herren. Selbst wenn Sie schon in Kassel sind und die Leute fragen nach Schleswig-Holstein, dann fällt Ihnen nicht viel dazu ein. Das ist unsere Aufgabe, dieses Profil zu schärfen. Und deswegen Standortmarketing, meine Damen und Herren. Und natürlich haben wir auch eine Konkurrenz zu unseren Nachbarn. Und wir wollen gesehen werden neben der Metropole Hamburg. Niemand, weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Bremen, auch nicht in Niedersachsen, glaubt ernsthaft, dass der echte Norden etwas an der guten Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn ändert. Es kann den Bekanntheitsgrad einiger Politiker steigern in Niedersachsen, wenn man dagegen ist. Das ist aber auch alles, meine Damen und Herren. Wir sind der echte Norden und selbstverständlich haben wir das mit Profis, mit Marketingleuten abgeprüft. Wir gehen doch nicht einfach hin und sagen, das ist jetzt ein Slogan, so wie wir das hier vorhin erlebt haben, mal ebenso aus der Lameng, sondern die Profis haben sich darum gekümmert und sie haben sehr deutlich herausgearbeitet, dass Schleswig-Holstein die Kompetenz hat für den Norden in der herausragenden Position an der Schnittstelle zu Skandinavien. Die Menschen sehen Schleswig-Holstein und verbinden das mit Weite, Frische, Gesundheit, Klarheit, Bescheidenheit, ja Standfestigkeit und Richtungsweisung. Und auch der Markenbestandteil echt, der passt genau zu unserem Land. Der ist ein Leistungsversprechen, das eine schleswig-holsteinische Qualität beschreibt. Ja, und meine Damen und Herren, auch gerne in diesem Landtag mit Kubicki und Stegner. Meine Damen und Herren, wir stehen am Anfang. Wir stehen am Anfang. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte nur mal testen, ob die beiden Fraktionsvorsitzenden noch zuhören. Meine Damen und Herren, wir stehen am Anfang. Ich gebe auch zu, der Claim polarisiert. Das muss er auch. Jeder Marketingprofi, Herr Kombatski, wird Ihnen sagen, wenn Sie einen Claim haben, wo alle nicken und sagen, das ist in Ordnung, dann ist es der falsche. Weil er muss polarisieren, er muss mit Inhalten gefüllt werden. Und wir haben heute schon eine unbezahlbare Diskussion, wenn Baden-Württemberg und Herr Abt, da irren Sie. Denn diese Kampagne gibt es weiter auf den echten Norden, antwortet mit Wir sind Süden. Denn das ist das Thema, dass wir im Wettbewerb sind und wir unser Profil auch eindeutig nach vorne stellen müssen. Meine Damen und Herren, und es gehört auch zu den Fakten, dass eine Dachmarke, dass ein einheitliches Stand,
Standortmarketing, dass ein einheitlicher Auftritt immer wieder von den Unternehmensverbänden, von den Kammern gefordert worden ist. Und wir, meine Damen und Herren, setzen das jetzt um. Und ich sage ebenso deutlich, der echte Norden als Slogan ist nicht in einem stillen Kämmerlein entstanden. Nein, wir haben ihn mit Profis gemeinsam entwickelt. Und dann gibt es immer wieder die Kritik, daran, das kostet alles so viel Geld. Baden-Württemberg, 5 Millionen Euro für Standortmarketing. Gut, reiches Land. Mecklenburg-Vorpommern, 1,6 Millionen Euro für Standortmarketing. Niedersachsen, mehr als 1 Million Euro für Standortmarketing. Und insofern sehen Sie, dass wir unsere Ressourcen schon bündeln, denn das Bündeln wird eine ganz wichtige Aufgabe sein. Es gibt so viele Marketingtitel in diesem Land. Was uns fehlt, ist der einheitliche Auftritt für unser Land, für Schleswig-Holstein. Meine Damen und Herren, der echte Norden ist eine Plattform für alle, die für Schleswig-Holstein werben und Kommunikation betreiben, entwickeln und weitermachen wollen. Der echte Norden lebt von den Menschen, er lebt von den zwei Meeren, er lebt von der Natur und er lebt natürlich auch von dem echten Humor im echten Norden. Wir sind das mit Selbstbewusstsein und wir wollen das mit dieser Kampagne nach außen tragen, übrigens auch international. Germany's True North ist das, was sozusagen die englische Übersetzung ist. Insofern habe ich auch diese Frage beantwortet, Herr Gaag. Und ich bedanke mich auch, Herr Kumbarski, dass Dithmarschen, Sie haben das ja angeschoben, dann nicht mehr geerntet, mit echte Küste, echtes Land, echte Küste, echtes Land, sozusagen der Vorreiter war. Und wir haben natürlich von Dithmarschen gelernt, meine Damen und Herren. Und der NDR hat es für die norddeutschen Länder kompatibel ausgedrückt. Das Beste am Norden, das haben Sie schon gesagt. Und ich finde, das Beste am Norden ist Schleswig-Holstein, der echte Norden. Und ich freue mich, dass alle mitmachen dürfen in der Diskussion. Wir wollen Schleswig-Holstein damit weiter voranbringen. Vielen Dank.